Julie, beruhigen Sie sich. Banvarilal wird wieder. Aber wie ist sein Zustand überhaupt so schlecht geworden? Warum fragen Sie nicht Shorya? Er hat uns doch schließlich als Geiseln genommen. Mein Vater hat sich Sorgen gemacht, dass Shorya als wohlhabender Mann dafür sorgen kann, dass Vandana uns weggenommen wird. Manda, bitte streite dich jetzt nicht. Sobald es Banvari wieder gut geht, verschwinden wir von hier. Es wird alles gut. Nennen Sie mich Vandana, nicht Mehek. Und halten Sie sich bitte von mir fern. Du bist sehr traurig, oder? Das musst du nicht. Egal, ob mir irgendwer glaubt oder nicht. Ich weiß, dass es Mehek ist. Das ist unsere Mehek. Sie erkennt uns im Moment vielleicht nicht. Aber ich bin sicher, dass sie es ist. Unsere Mehek. Wenn wir endlich die Testergebnisse haben werden, wird Mehek überrascht sein. Und dieser Mann da wird endlich mal zurechtgewiesen. Aber was, wenn ich falsch liege? Was, wenn meine Hoffnung unberechtigt ist? Was, wenn herauskommt, dass sie Vandana ist und nicht Mehek? Sieh es als letzte Geduldsprobe für eure Liebe an. Wenn du den Mut verlierst, wirst du auch Mehek verlieren. Banvarilal hatte einen Herzinfarkt. Wird er bald wieder gesund werden? Wissen Sie, er liegt jetzt im Koma. Wir wissen es erst, wenn er aus dem Koma aufwacht. Wir schließen ihn an ein Beatmungsgerät an. Aber wir wollen ihn wieder mit nach Rishikesh nehmen. Ihn jetzt zu transportieren könnte gefährlich sein. Aber wenn Sie darauf bestehen, können wir ihn aus dem Krankenhaus entlassen, wenn Sie das entsprechende Formular unterschreiben. Damit bestätigen Sie, dass Sie ihn gegen ärztlichen Rat entlassen. Wir haben jetzt die Ergebnisse. Er geht gerade. Was? Ich muss zum Wohl von Banvari und meiner Familie zurück nach Rishikesh. Aber ich werde das Gefühl nicht los, etwas zurückzulassen. Hey, geh gefälligst schneller. Aber bitte. Wartet doch noch so lange, bis Shorya hier ist. Komm mit. Mehek, Mehek, Mehek. Das Ergebnis vom DNA-Test. Sind Sie immer noch nicht zufrieden? Ha? Vandana, lass uns gehen. Willst du, dass Banvari stirbt? Komm mit. Sie in Ruhe. Mehek. Vandana, komm mit. Hey. Nicht mehr. Hack.
Da haben Sie Ihren Beweis. Ha, war's das jetzt endlich? Übereinstimmung zwischen Vandana und Neve. Komm mit! Hey! Shourya Khanna, Sie sollten nicht den Fehler machen, noch einmal nach Rishikesh zu kommen. Dort habe ich nämlich das Sagen. Komm jetzt! Mehek, du musst mir vertrauen. Irgendjemand hat den Test manipuliert. Du bist Mehek. Hey, ich spreche gerade mit dir. Mehek, Liebe, ja, versuch es. Versuch dich zu erinnern. Du gehörst zu mir. Bitte, Mehek, bitte. Sind Sie ein Mistkerl oder nur verrückt? Sie wollten, dass ich einen Test mache, und das habe ich auch gemacht. Nur weil Ihnen das Ergebnis nicht passt, ist der Test falsch? Ich bitte Sie, lassen Sie mich nach Hause fahren. Sonst rufe ich die Polizei. Mein Schwiegervater kämpft um sein Leben. Komm mit. Mehek, das Ergebnis ist falsch. Bitte glaub mir, das Ergebnis ist falsch, Mehek. Tut mir leid, Shourya. Ich musste dir das Herz brechen, damit ich mit dir zusammen sein kann. Ich habe Mandars Taschentuch aufgehoben. So hatte ich Blut und Haare von ihm. Das hat es sehr viel leichter gemacht. Als sich mir eine Gelegenheit bot, bin ich ins Labor gegangen. Dann habe ich dafür gesorgt, dass ich Meheks Blutprobe mit der von Mandar tauschen konnte. Es war nicht ganz einfach, aber so ist es nun mal, dich für mich zu gewinnen. Mama, wo fahren wir hin? Mama, warum fahren wir mit diesem großen Bus? Mit wie vielen Leuten fahren wir denn? Hey, Nief, Nief! Was ist mit Opa passiert? Warum liegt er da so? Dein Opa ist müde. Er braucht ein bisschen Ruhe. Bitte ärgere ihn die nächsten paar Tage nicht. Okay? Heißt das, dass er nicht aufsteht, um mit mir zu spielen? Neef, weißt du was? Du solltest jeden Tag zu deinem Opa gehen und ihm ins Ohr flüstern: Opa, bitte steh auf. Und du wirst sehen, früher oder später hört er auf dich. Mama, ich will mich von Shourya verabschieden. Er ist doch mein Freund. Nein, Neef. Wir müssen jetzt los. Nein, Mama. Shourya wird mich suchen. Wenn er mich nicht findet, ist er bestimmt sauer. Neef. Neef, steig jetzt endlich ein. Sonst fühle ich mich angegriffen. Und du weißt, was passiert, wenn ich mich angegriffen fühle. Du weißt, was dann passiert. Du wirst damit aufhören, Neef zu schlagen. Neef! Hey, Neef! Neef, was machst du denn? Shourya, ich werde für immer bei dir sein. Und alles wird wieder gut werden.
Und wenn du jetzt verzweifelt bist, werde ich dir helfen, deine Trauer zu überwinden. So wie ich es schon mal getan habe. Neef, hör auf, wegzulaufen! Ich sorg dafür, dass er gleich neben seinem Opa liegt. Doktor, sind Sie sicher, dass er wieder gesund wird? Bagat, komm her! Was ist hier los? Doktor, wir haben ein Problem. Bitte kommen Sie schnell her. Es tut mir wirklich leid, Meg. Ich musste das für dich tun. Ich kann dich nicht mit diesem Ekel weggehen lassen. Shoria. Ich kann nicht mehr warten. Sei endlich mein. Der DNA-Test war negativ. Du kannst Mehek nicht mehr davon abhalten zu gehen, Shoria. Und deshalb gehörst du endlich mir. Cheers.
Sein Zustand hat sich leider verschlechtert. Unter diesen Umständen können Sie nicht mit ihm fahren. Er muss sofort zurück ins Krankenhaus. Nein, es gibt viele Krankenhäuser in Rishikesh. Wir lassen ihn dort behandeln. Aber das dürfen Sie dem Patienten doch nicht antun. Sie würden damit sein Leben riskieren. Und dann hätte ich keine andere Wahl, als die Polizei zu rufen. Mann da! Sei nicht so stur! Sieh dir deinen Vater an! Mein Vater ist kein Schwächling. Er hält eine 6-stündige Fahrt ja wohl aus. Wir fahren sofort los. Weg da! Nein! Banvari wird jetzt sofort ins Krankenhaus gebracht. Verstanden? Sir, ich bitte Sie, bringen Sie ihn ins Krankenhaus. Bist du ab jetzt diejenige, die die Entscheidungen trifft? Ha? Hey! Sie hat sich entschieden. Wenn Sie trotzdem fahren wollen, machen Sie das. Los, raus! Sie haben das doch alles gemacht! Beweisen Sie es doch! Los, beweisen Sie es! Beweisen Sie, dass ich es war. Los! Und in der Zwischenzeit beweise ich, dass sie nicht Vandana ist, sondern Mehek. Raus jetzt. Wir müssen gehen. Wir suchen uns eine andere Unterkunft. Warum sind Sie denn so stur? Banvarilal muss erst einmal gesund werden. Solange sollten Sie alle hier bleiben. Nein, danke. Sie haben schon viel zu viel für uns getan. Lassen Sie uns das jetzt bitte alleine regeln. Ja, aber das ist doch lächerlich. Wir wollen Ihnen helfen, aber Sie sind zu stur. Ich meine, wir wollen Ihre Hilfe nicht. Sie tun so, als ob Sie uns helfen wollen, aber eigentlich wollen Sie nur meine Familie zerstören. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie etwas mit dem verschlechterten Zustand meines Vaters zu tun haben. Komm jetzt, gehen wir. Banvari wird uns sicher liebend gerne erzählen, wer an seinem Zustand schuld ist. Und deshalb will ich auch, dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird. Er sollte die bestmögliche Versorgung haben, oder, Kata? Ich kann dafür sorgen, dass er gut versorgt wird und für Sie alle, finde ich, eine Unterkunft. Nein, danke. Sie sind eine wohlhabende Familie und Sie haben uns schon so viele Gefallen getan. Wir wollen Ihnen nicht weiter zur Last fallen. Und wir können Ihre Hilfe nicht mehr annehmen. Ah, ja, in Ordnung. Sie brauchen nicht hier zu bleiben, aber Sie brauchen eine Unterkunft. Eine Verwandte von mir ist nach Dubai gezogen. Sie ist dort mit meinem Sohn und seiner Frau. Und sie möchte ihr Haus vermieten. Ich spreche mit ihr. Dann können Sie das Haus zu einem fairen Preis mieten. Ja. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, in unserer Straße zu wohnen. Und wie weit ist das denn von hier entfernt? Ziemlich weit. Ungefähr so weit entfernt wie von Rishikesh nach Haridwar. Ich meine, das hier ist Süd-Delhi und wir leben in Dariaganj. Nein, egal wo dieses Haus ist. Wir wollen nirgends wohnen, wo dieser Kerl hinkommt, um dort nach seiner Mehek zu suchen. Komm jetzt mit, wir waren lange genug hier. Hören Sie, Sie riskieren wegen Ihrer Wut auf uns schon Banvarilals Leben. Bitte hören Sie mir doch zu. Sie brauchen unsere Hilfe. Sie kennen sich in dieser Stadt nicht gut aus. Außerdem ist das Krankenhaus ganz in der Nähe von uns. Ich meine, dann können Sie sofort zu Banvarilal. Hoffentlich können wir uns das leisten. Ja, natürlich. Ich spreche mit ihr. Mom, hast du den Verstand verloren? Meinem Ehemann geht es nicht besonders gut. Und ich will, dass er wieder gesund wird. Bitte, sagen Sie uns, wie hoch die Miete ist. Ja, das werde ich. Sie haben wahrscheinlich recht.
Wir dürfen jetzt nicht so selbstsüchtig sein. Es geht doch nur um ein paar Tage. Banvari wird sich in einer Woche oder 10 Tagen erholt haben. Und direkt danach fahren wir zurück nach Rishikesh. Meg, in 10 Tagen habe ich dir bewiesen, dass du nicht Vandana bist, sondern Meg. Meine Meg.